Sie geht schon wieder schlafen, ja. Sie ist total erschöpft. Sie ist befördert worden. Ui. $20 mehr pro Stunde. Was? $20 mehr die Stunde? Nicht schlecht. $54 kriegt er. Da hat sie ja so viel wie er, oder? Mal gucken, wie viel er verdient. 47, tatsächlich. Also wir müssen ihn auch noch mal ein bisschen was tun. Logikpunkte braucht er. Er kann ja noch mal Schach spielen. 22 Uhr. Ja, ein bisschen kann er noch spielen. Charisma-Fähigkeiten, also vom Spiegel üben. Wir müssen uns echt nach oben arbeiten, dass wir mal ordentlich Geld verdienen. Sehr gut, komm. Mach. Noch 3 Tage bis zur Arbeit? Da könnte er das schaffen mit denen. Also 3 Stufen müsste er hier nach oben. Wenigstens das. Das ist nicht unmöglich. Gut, dann würde ich sagen, geht er mal langsam schlafen. Sie ist ja fast ausgeschlafen. Ja, dann kannst du auch mal kurz aufstehen. Na toll. Mitten in der Nacht ist sie munter, wa? Naja, langweilig ist es mit ihr jetzt nicht. Sie hat ein schönes Leben, wenn man so will, ne? Es war hart, weil sie sich wirklich von ganz unten nach oben gearbeitet hat. Von einer Bruchbude, auf Deutsch gesagt. Hat sie sich ein schönes Häuschen jetzt geleistet, ne? Mal sehen, wie weit wir kommen. Ich bin so gespannt. Das kann eine riesen Villa werden, ne? Das Grundstück ist ja hammergeil, kann man sagen. Und ja, da kann man viel, viel machen mit. Kann man da hinten noch ausbauen, an den Seiten, dann kann man mit zig Zimmer machen und dann nach oben noch. Also da ist ja alles drin, ne? Ist schon wieder am Schimpfen. Was hat sie denn jetzt für ein Problem wieder? Mal gucken. Ach so. Okay, die Blase drückt. Danach legt sie sich da mal hin und schläft dann auch mal. Ich hoffe, dass er mal liegen bleibt, nicht auch noch aufsteht jetzt. Soll sich ja nicht angewöhnen, nachts aufzustehen. Sowas kann hier echt ein Problem werden. Was läuft denn da? Aber schnell reparieren. Sie kann gut reparieren. Sie hat das schon ganz gut gelernt. Er muss es noch lernen. Er wird inzwischen mal, sagen wir mal, etwas kochen. Das Frühstück servieren. Eier und Toast wenigstens. Tja, jetzt musst du Klo reparieren, vorher kannst du dich nicht raufsetzen. Es ist kaputt, du darfst nicht. Ich will zu duschen. Da hat sie doch wirklich Schweinkram gemacht und ist immer noch nicht fertig hier. Immer noch kaputt. Ah ja, und wieder einen Punkt gekriegt. Ja, aufwischen kann man nachher. Die Putze kommt nachher. Hm, kostet auch wieder Geld. Da kocht sie schon wieder was, oder wie? Jetzt hat sie aber richtig Hunger. Wann? Nun geht's aber los. Ihm geht's auch gar nicht so gut. Also, da hätte ich mal eine Idee. Bevor wir das Schach spielen wieder und sowas. Oh, die Wehen haben eingesetzt. Ich wollte ihn gerade joggen schicken, aber... Oh oh. Wollen wir nochmal Händchen halten oder sowas? Wo ist denn das Händchen halten? Da. Er soll nicht rumschimpfen. Guck mal, es sieht doch gut aus hier eigentlich. Er möchte gerne eine Dusche haben, er möchte Badewanne haben. Ihr wird gleich übel, wenn sie sich selbst riecht. Nein, das ist ja gut. Hätte ja joggen gehen können, wenn es so lange dauert. Geh mal joggen. Komm.
Hat er mal was zu tun? Bisschen Sport treiben? Die ist immer noch am Maulen. Sie kann ja nicht joggen. Wenn sie so hoch schwanger ist, das ist ja gefährlich hier. Nee, das machen wir nicht. Was kannst du denn noch tun? Naja, du räumst hier noch ein bisschen auf. Komm hier noch. Irgendwas sauber machen oder so? Nickerchen machen? Oh, es geht los. Haben wir ein Glück, dass wir ein Babybett haben. Es ist soweit. Ja, tada. Wie soll sie heißen? Jo, jetzt geht's aber los. Oh, Lotte heißt Mutti. Mutti heißt Lotte, ja. Und Eva? Eva wäre ja auch nicht schlecht, ne? Anetta, Opel, Marie? Carina, ja, dann genau, das passt doch. Ja, lassen wir das. Carina. Tja, damit wissen wir sowieso, was ist das? Sein Mädchen. Oh, wollen wir mal gucken, ob wir da reingucken können? Da sehen wir es. Und jetzt müssen wir uns kümmern. Bin denn gewechselt? Oh, wie niedlich. Und er hat auch noch frei. Wie schön. Er darf sich sein Baby angucken. Komm. Erst duschen, ja. Ist ja klar. Der geht lieber duschen, anstatt sich sein Baby anzugucken. Das ist mir auch so einer. Tja, musst dich erstmal kümmern. Du kannst es doch nicht schreien lassen. Was ist denn mit dir los? Holt sich da hoch und geht weg. Jo. Und was macht er jetzt? Er geht Fernsehen gucken. Der guckt sich das Baby nicht an. Ich glaub's nicht. Da haben wir es ja schon. Das ist schon hier vorgemerkt sozusagen. Genau, jetzt kannst du essen gehen. Jetzt hast du Hunger, ne? Ja. Einfach mal gucken. Schaukeln, Flasche geben, es schläft ja. Hm. Hüpfen, liebkosen, Grimassen schneiden. Mehr Auswahl. Älter werden, stolz. Kindersitter. Service arrangieren, das kann man natürlich auch machen. Ja, und du? Dann mach doch mal was. Oh, die Windeln müssen gewechselt werden. Das muss sie machen. Hab ich jetzt gar nicht gebrochen eigentlich, aber egal. Kannst du ruhig kommen? Die schläft. Wieso kann er keine Windeln wechseln? Macht er nicht, es macht nur sie. Gut, dann steh auf. Können wir nicht ändern. Geht ja auch nicht. Was ist denn da los? Wieso geht denn das nicht? Sie müffelt doch. Das ist ja eine sie. Liebkosen, Kommassen geben, Flasche füttern. Tja, keine Windel wechseln. Das gefällt beiden gar nicht. Eieiei. Nicht gut. Da, schmutzige Windel wechseln. Jetzt geht's. Sehr gut. Jetzt ist er zufrieden. Miss Stevie? Deborah?
Oops. Rashabino. Swan to pool. Oh, Absuk Pilpin. Ja, da kann er sich noch ein bisschen ausruhen. Levelaufstieg. Ja. Das zählt auch damit. Schau ihn an. Tag verschwindern. Angie. Angie. Oh, yes. Ich mach doch keine Komplimente da dem. Kunada. Andabaglaffy. Shunker Blopsel. Parsifay Yibel Pwemp. Norbs. Dann können wir ihn noch mal ein bisschen spielen lassen. Vielleicht spielt der andere ja mit dazu. Vielleicht kommt er ja auch und spielt mit. Sie pennt? So müde ist er eigentlich gar nicht. 17 Uhr? Aha. Jibs. Was, eine Frau ist das? Wie heißt die denn überhaupt? Hab ich gar nicht geguckt nach dem Namen hier. Malcolm? Nee. Das ist ein Mann. Keine Frau. So, was könnte sie noch machen? Bevor das Baby wieder anfängt. Älter werden, stolz drauf sein. Ah, sie ist älter geworden. Das kann man so auswählen. Kann man direkt anklicken, wenn man das nicht will, dass ein Baby bleibt. Ah ja, jetzt können wir die Charakterzüge können wir auswählen. Anhänglich, neugierig. Was nehmen wir denn da? Charmeurin? Unabhängig. Wild. Albern. Neugierig ist doch immer gut, ne? Wenn neugierig. Wo war das nochmal? Neugierig, genau. Geht das nicht? Wieso? So, jetzt haben wir es. Tada! Da hat er sie. Sie hat die einfach fallen gelassen. Krass. Och, ist die niedlich. Das hat ja mal schön gemacht, Jo. Oh, die ersten Schritte. Brauchen wir da nicht ein anderes Bett näher oder was? Brauchen wir das Bett da gar nicht mehr? Brauchen wir ein Kinderbett oder? Müssen wir mal gucken. Weil so geht das ja auch nicht. So, Möbel. Ein Bett. Da kaufen wir uns ja sonst was hier alles. Wahnsinn. Tja, teuer hier. Schöne Farbe. Ja, das ist doch hübsch. Müssen wir mal hier erstmal reinquetschen. Das können wir später ein bisschen umräumen. Dass wir das überhaupt erstmal gesichert haben. So, das verkaufen wir hier. Genau, die Giraffe. Die drehen wir mal. So nicht rein, wie ich dachte. Egal. Stellen wir das so hin. Und dann kann man später mal einen Schreibtisch reinstellen und sowas. Hier ist noch so ein Bücherregal. Ja, wie gesagt, mit der Zeit wird ja das Zimmer auch noch größer. Ja. So, na, Benosa. Hey, Bien. Venusu. Bosa. Aha. Sehr schön. Bewegungsfähigkeit erworben. Das
kann jetzt von allein laufen. Braucht doch Spielzeug. Haben wir jetzt auch keins. Unkim Angkor Slapship. Sharu. Flohane Kabel. Jetzt können wir das auch bewegen hier. Wie krass. Steep Charso Denoy. Tiba Bamel. Flagisi. Trip. Oh, El Roy. Kershin Barsta. Ruhig alles angucken. Das ist ja niedlich. Sowas habe ich noch nie gesehen. Krass. Weil ich Sims. Oh oh. Ist das gut oder nicht? Ich glaube nicht. Ich fürchte nicht. Der macht gerade die ganzen Bilder, Bücher kaputt. Das gibt bestimmt noch Ärger. Wallacharp Susa Zarde Ya Libjigo Pathargum Mablaf. Mal sehen, ob wir das groß kriegen, das Kind. Bin ich ja gespannt. Ich hoffe es sehr. Imblippa. Shabne Yabahorn, huh? Quexina. Wir müssen auch auf die Bedürfnisse achten. Hunger und so weiter. Es wird schon spät langsam. Aber sie hat noch voll Energie hier. Sie braucht noch nicht schlafen. Können wir nicht mal eine Spielkiste oder irgendwas kaufen? Also später braucht die noch eine Playstation oder sowas. Das wird wohl auch noch passieren. So, was haben wir denn zum Spielen hier? Kleinkram. So eine Spielkiste wäre ja auch schön gewesen. Das muss ja nichts Teures sein, nichts Großes. Holzspielzeug. Stapelblöcke, das ist ja auch schon was. Zum Beispiel. Das können wir ja hier hinstellen. Ja, Platz ist genug da. Wie süß. Die freut sich so. Oh oh, die riecht da, glaube ich. Planschen? Was ist das? Nee, Planschen. Planschen, glaube ich, ist nicht so gut. Muss man immer noch die Windeln wechseln? Wie ist denn das eigentlich? Ich muss mal langsamer stellen. Ich muss mal alles genau angucken. So. Hochnehmen, Geschichte erzählen. Wenn wir nicht aufpassen, dann wird ihre Karriere Dieb sein, Einbrecher oder sowas. Du musst doch was essen vorher, oder? Also einen Hunger hat die noch gar nicht.